Gut, herzlich willkommen zurück, Leute. Sleeping Dogs, weiter geht's. Wir machen jetzt den Polizeifall. Also ich muss immer jeden Part konvertieren, nachdem ich ihn aufgenommen habe, und die Tonspur einzeln abspeichern, weil ich sie mit Outer City ja mache. Und die kleinen Momente reißen einen dann schon so raus, dass man erstens nicht weiß, oder manchmal nicht weiß, was man gemacht hat, oder halt auch nicht weiß, was man machen wollte. So. Wir machen jetzt aber den Polizeifall, und der ist, glaube ich, immer noch Fall Nummer 2. Es gibt insgesamt, glaube ich, 4. Deswegen sind die auch mal ein bisschen größer. 4 Polizeifälle, aber gefühlte 50 Triadenmissionen. Boah, ist das ein weiter Weg. Okay. Weiter geht's. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mal zu wenig Cop-Punkte haben, ne, hier gibt's genügend Cop-Jobs. Cop-Job. CJ. Wie auch immer. Ein sehr schöner Wagen hier, der schwarze. Fühle ich mich immer wie, hier, Jason Statham. Stratham. Wie heißt er? Transporter, der Typ, der den Transporter-Film gemacht hat. Gespielt hat. Hauptrolle. Das Sleeping Dogs LP, das erste, was ich dazu gesehen habe, als es rauskam, war von Lord Manister. Der ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr aktiver LPer. War aber damals ein richtig cooles Let's Play von ihm, kann ich euch nur empfehlen. Also Lord Manister, schaut mal bei ihm vorbei. Ansonsten wieder Just Cheap. Sein Kanal heißt inzwischen Just Cheap LP. Musste sich ja jetzt zum zweiten Mal umbenennen. Aber wie gesagt, das sind die PS3-Versionen. Von damals noch, von vor 2 Jahren. Ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ich gucke im Moment wieder ein bisschen mehr MacLeod. Also ein bisschen mehr ist gut, ich muss halt aufholen. Ne? Ich habe durch die Arbeit nicht alle Videos sehen können und John MacLeod gucke ich echt gerne. Also hole ich da die Final Fantasy X Videos nach und die Dark Souls 2 Sachen. Zu meinem eigenen Final Fantasy Let's Play. Final Fantasy X Let's Play, das wird auch noch beendet. Also vervollständigt. Renwater Street. Ach, das gehört jetzt zum Polizeifall, oder wie? Ah, verdammt. Okay, ja, dann seht ihr noch ein Straßenrennen. Auch gut, ne? Nur hoffentlich schaffe ich es noch. Je später die Nacht, desto niedriger die Konzentration. Nicht wieder überfahren hier. Klebt euch am Arsch, Leute. 90 Grad, glaube ich. Dank Handbremse kein Problem. Und wieder. Ja, und jetzt gibt es mir noch Sachschaden, weil ich mal irgendwo hingeblieben bin. Boah, ist ja schnell. Mal er innen fährt und dadurch Vorteile hat. Boah, kann ja heiter werden. Rammen bringt nichts, habe ich gerade festgestellt. Aber ich krieg den Typen, ich krieg den. Ja, spannend die Macht, wa? War ich alles extra hier. Geh mal weg. Wow. Zielgerade, Zielgerade. Sehr schön. Dankeschön. War relativ einfach. Da war es optionale Schwere. Gibt's jetzt was dafür? Ja, Cop-Erfahrung, schön. $20.000. Und einen Anruf hoffentlich. Sonst sehe ich nicht ganz ein, warum ich das jetzt gerade gemacht habe.
Die Hochzeit. Ja gut, dann machen wir jetzt gleich die Hochzeit. Hier komme ich nochmal an so einem Parkding vorbei, dann nehme ich mir noch ein neues Auto mit. Ist mir auch aufgefallen, vielleicht liegt es auch an der neuen Version oder so, aber die merken sich echt, wo du dir hier in der Stadt die Autos abgestellt hast, also wirklich mitten auf der Straße, ist scheißegal. Wenn ich dann irgendwann mal wieder daran vorbeifahre, steht es noch da. Ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Jetzt ist es natürlich gerade weg, okay. Vielleicht war es dasselbe, oder? Aber echt, ich bin jetzt nach einer Mission irgendwann mal wieder an dieser Karaoke-Bar da vorbeigefahren. Da stand immer noch mein Wagen, so ein gelber, den ich damals, ach komm, geklaut habe. Hey, ja, bleib cool. Hier so ein Geldtransporter, da war ja gar keiner. Ein Geldtransporter werden wir auch noch überfallen. Bei Gelegenheit. Ich sollte weniger atmen. Ich glaube, man hört mich zu doll atmen, oder? Mach mir hier nur Sorgen. Guck mal, was für ein Gummieffekt, ne? Ich ziehe hier voll von dann mit so einem Rennwagen und der Typ klebt mir am Arsch wie sonst was. Ja, komm, dann hol mich ein. Komm. Komm. Ich muss dich ran. Ich muss dich nochmal ran. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay, schade. Jetzt aber. Ist sehr gut. Neuer Wagen, neuer Wagen. Ja, ist doch total die geile Fähigkeit. Der zieht auch wieder ab. Boah. Geskriptet. Alles geskriptet hier. Ist nur eine Ausrede. Wer weiß. Und los geht's. Ernsthaft um die Markierung rum? Naja. Mal gucken, ob ich das jetzt noch innerhalb von 20 Minuten, 15 Minuten schaffe. Smoking abholen. Ist ja gleich hier, ist ja schön. Oh, in weiß. Hey man, stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Schick. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Boah, richtig schön. Kann man tragen, ne? Oh, warte, ich nehme mir noch was zu essen mit. A man who never eats. Why don't you have a pork bun in your hand? Ich glaube, ich hole mir auch zwei. Die geben jetzt Gesundheitsregeneration. Müsste zumindest. Ja, hole ich mir zwei von, wenn es geht. Ist hier noch irgendwo so ein Energy Drink Automat? Genau. Du bist niemals ein ganzer Mann, wenn du keine Hotdogs isst. Oder ein ganzer Mann ist nie ein ganzer Mann, wenn er keine Hotdogs isst. So. Nee, weil die Hochzeit ist natürlich nicht nur schön, sondern da passiert vielleicht auch was. Da möchte ich drauf vorbereitet sein. So, hier ist nur so ein Irrer, der turnt an irgendwelchen Bushaltestellen rum. Summiert sich das jetzt? Muss ich mal kurz gucken. Oh, ist aber nicht viel, ne? Ist egal, mach ich nochmal. Kann ich noch einen haben? Serve it up. Thanks, Way. Enjoy. Enjoy, vielleicht kriege ich das auch noch voll. Ne, kriege ich nicht voll. Okay, schade. Mm.
so fahre ich immer. War ja jetzt nicht so weit, ne? Boah. Oh, die Mission wird nicht so einfach. Ah, Wei. Look hello, Yao. I'm so happy you can make it. Congratulations. Peggy, you look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life. So they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu. I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Frohe Hochzeit allerseits. Jack, you there? Holy shit, did you see that? There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. I'll go get help. Drin geht die Post ab, ey. Frage ist nur, auf wen haben sie es abgesehen? So, sind drin. Oh, hier geht's gar nicht lang. Okay. Hier geht's auch nicht lang. Ja, okay. Kein Kommentar. Kein Kommentar zu dieser Sache jetzt. Das sind ja richtig sympathische Leutchen. Oh, Achtung. Zum Glück habe ich die Gesundheitsregeneration. So, ihr seid alle Matsch. Komm, wo sind die nächsten? 10 Minuten. Ja, was willst du denn hier mit deinem Messerchen, ey? Oh, Achtung! Alter, übertreib's nicht. Boah, das sieht böse aus. Erstmal den Typen hier, der ist wichtig. Gibt's hier irgendwo Energie? Ich brauche ein bisschen. Achso, ich habe ja Regeneration. Ja, okay. Hier geht's nicht durch. Hier geht es durch. Kann ich hier durch? Nein. Okay. Offensichtlich wieder hoch? Nee. Auch nicht. Leute. Ah ja, okay. Blinkende Tür. Einfach mal eine blinkende Tür nehmen. Hallöchen. Hi. Danke für die Waffe. Oh, 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 oh. Der Typ ist Matsch. Ey, was willst du denn? Jetzt muss man auch immer hinrichten. Jetzt kommt noch er hier. Das war's. Bisschen Munition hier. Munition, Munition, Munition. Komm.
was? Winston! Shit! Oh God, Peggy! Wait. Get Peggy out of here. Cheek. She doesn't deserve this. Winston! Winston! Fuck! Jetzt wird's ein bisschen schwerer, glaube ich. Ja. Komm. Schön. Das war schön. Alter, Winston tot, Peggy tot. Was geht ab? Kommt hier einer? Nein? Okay. Energy Drink. Kann nie schaden. Erstmal ein Drink hier, komm. Die massakrieren sich hier alle. Wir trinken erstmal eine Sprite. Sprite ist kein Energy Drink, ich weiß. Ich wollte es jetzt nur einfach nur mal so sagen. Den Part meine ich. Oh. Jetzt haben die auch noch den Poe angeschossen. Ist hier oben? Oben sind auch welche? Oh, wo ist der Fadenkreuz? Da. Man sieht jetzt so schlecht, ne? Finde ich. Ey, ich sehe das echt schlecht, das Fadenkreuz. So, dann holen wir uns jetzt mal in so einer Selbstmordaktion hier eine neue Waffe. Ja, ich hätte schon gern. Danke. Der ist Geschichte. Komm, wo ist der nächste? Ostet. Das ist einfach nur zu hell. So, wo noch? Von wo? Da muss ich hin, okay. Ist nur einer unten? Gibt's hier was zu sammeln? Nein. Alles klar. Oh. Da hinten noch, okay. Komm her. Ich kann auch nicht zoomen oder so, ne? Aber ich kann auch nicht anhören, okay. Junge. Stirb einfach. Danke. Wie viel Munition habe ich denn da noch? Ah, geht, okay. Was haben wir hier? Einen Granatwerfer? Oder was? Ne, einfach nur neue Munition. Wo kam das her? Ist mir jetzt egal. Gastronomiepersonal außerhalb der Haupthalle ausschalten. Gut, die sind also jetzt hier. Oh, hier kann ich nicht in Deckung. Okay. Komm. Komm, weiter. Weiter. Geht nicht? Okay. Wo wollte er mich jetzt hinhaben? Jetzt kommen noch die Sachen mit Onkel Poe, ne?
Tag. Hey ho. Keiner hier? Okay. Uncle Po! Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Das ist die einzige Stelle, wo ich manchmal wirklich denke, dass ich einfach nur am Verkacken bin. Ich sag die ganze Zeit während des Let's Plays, ne, hier, da, mich am Verkacken, da, da. Aber die Sache ist echt... Weil wir haben jetzt einen Lebensbalken für ihn und keine Möglichkeit, in Deckung zu gehen. So, Leute, wo seid ihr? Wichtig ist immer nachladen. Und wichtig ist auch genügend Munition zu haben. Komm mal weiter hier. Schneller, 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 schneller. Der kratzt mir sonst ab. Ey, der stirbt auch so, musst du nicht abschießen. Oh, Achtung! Ich hoffe, ich gehe hier den richtigen Weg. Die Treppe eben kam mir voll unnütz vor. Oh, Achtung! Oh, Dreie! Komm, hier hin, hier hin, hier hin. Erstmal nachladen. Ey, der ist tot. Hallo? Was ist denn los? Damit bist du auch weg. Onkel Poe lebt, Onkel Poe lebt. Und wir sind durch. Okay. Nee, wir haben nur einen Checkpoint. Ach du Scheiße. Okay. Zack. Du noch. Einfach rennen, einfach rennen. Komm, 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 der wird immer leerer da oben. Muss ich jetzt hier drauf achten? Nein, muss ich nicht. Du wiederholst dich. He's hurt. We need a doctor. Now! What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you gonna take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay, okay. Wow. Damit sind wir wieder einen Schritt weiter. Ziemlich großen Schritt. Raymond kommt zum Treffpunkt. Nächsten Part. Oder wenn es jetzt direkt eine Cutscene kommt, dann jetzt. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Red Pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to... Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done.
Ich finde den Hauptcharakter einfach richtig gut getroffen, ey, richtig überzeugend umgesetzt. Also. Anything happens to me, you look after our people, okay? Get Peggy out of here. Winston! He doesn't deserve this. No! Neues Bett. Oder altes Haus. Ich würde fast sagen, wir haben schon wieder... Nee, das ist unser altes Haus, oder? Muss mal gerade gucken, wo wir sind. Hotshot, immer noch Fall 2. Alles klar. Im nächsten Part machen wir dann also den Polizeifall Nummer 2 zu Ende. Der sich da oben befindet. Und wir sind gelandet in unserem alten Haus. Alles klar. Also wir kriegen jetzt natürlich noch in jedem Stadtteil noch ein neues Versteck. Oh, sind hier wieder überall Gefälligkeiten. Kann sein, dass ich die offline mache. Eskorte. Kann auch sein, dass ich die gar nicht mache. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Weil die verschwinden auch nach einer Weile wieder. Gibt auch Events. Kann auch sein, dass die Events noch eine Weile wieder verschwinden. Ich glaube, das waren die Events. Ich weiß nichts mehr genaues, weil alles so ein bisschen länger her ist. Gut, Gesindelentsorgung. Ach nee, komm, hier sowas wie Betrunkene wieder irgendwo hin. Das ist unnötig. Gut, dann machen wir im nächsten Part den Polizeifall zu Ende, den zweiten. Wir haben jetzt Winston verloren und Peggy. Der Uncle Poe ist verletzt im Krankenhaus. Wir wissen nicht, ob er überlebt oder nicht. Und das werden wir alle im nächsten Part dann sehen. Bis dahin, alle Gute, Leute. Ich verabschiede mich. Ciao.